Hallo zusammen, ich fange ein neues Rollenspiel an. Und zwar Pillars of Eternity, das ja rauf und runter gelobt wird, weil es erfolgreich wieder anknüpft an alte Hochzeiten von Rollenspiel auf dem Computer, nämlich Baldur's Gate 1 und 2, was ja von ganz vielen Genre-Liebhabern bis heute als eines der besten Rollenspiele auf dem PC gilt. Und Pillars of Eternity ist ein per Crowdfunding finanziertes Projekt auf Kickstarter gewesen, an dem ich mich auch beteiligt habe. Und dementsprechend kann ich es jetzt spielen. Man kann es natürlich auch sonst käuflich erwerben. Wie gesagt, es hat sehr viel Lob bekommen. Ich habe mal kurz es angespielt. Muss sagen, so richtig reinkommen muss ich nicht. Und ich habe auch nicht weit gespielt. Und ich versuche es jetzt nochmal zusammen hier mit dieser Aufnahme. Ob ich nochmal in das Spiel reinkomme. Eigentlich muss es gut sein, so viel Lob, wie es überschüttet wurde. Also eigentlich ist die Fachpresse und auch Metakritik, die auch die User-Bewertung auswerten, sind sich einig, dass das Spiel super sein soll. Ja, wie gesagt, ich gebe dem Ganzen nochmal jetzt eine Chance. Was mich ein bisschen gestört hat beim ersten Anspielen war, dass ich mit diesem System des Charakterbuildings irgendwie nicht so richtig klar gekommen bin. Das war für mich sehr, sehr fremd. Aber ich versuche es einfach nochmal. Die Story und die Musik sind schon mal sehr gut. Die Grafik wirkt schon oldschool. Das Spiel will ja oldschool sein, oldschool Werte vertreten, aber ändert sich das. Das ist schon mal ein bisschen seltsam. Das wäre schon ein bisschen sinnvoller, wenn man sofort die Unterschiede hören würde. Ja, ich zeige einfach mal, wie es aussieht. So nochmal normale Schwierigkeitsmodus, würde ich sagen. Ich bin jetzt, was ich sage, ich bin noch ein Anfänger. Genau, jetzt kommt erstmal ein bisschen Story. Also, es ist schon sehr stimmungsvoll gemacht, aber das finde ich zumindest hier. Wie gesagt, die Musik ist wirklich großartig. Und die Story, soweit ich das mitbekommen habe, bisher auf jeden Fall auch. Es ist nicht so diese 0815 gut gegen böse Fantasy-Story, sondern es ist schon so ein bisschen was Erwachseneres, würde ich sagen. Vielleicht so ein bisschen wie. Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Genau, ich wollte sagen, erinnert vielleicht ein bisschen an Planescape Tournament. Also nicht jetzt direkt, aber so von der Art der Story, die ist halt ein bisschen erwachsener und nicht so ganz so platt, Fantasy gut gegen böse. Genau, jetzt sind wir schon im Charaktersystem. Wie gesagt, das ist so ein bisschen anders als das, was man so kennt. Also Baldur's Gate 1 und 2 basierten beide auf Dungeons and Dragons oder damals AD&D, also Advanced Dungeons and Dragons, die damalige Version dieses Pen-and-Paper-Rollenspiels. Das hier hat kein Vorbild im Pen-and-Paper-Universum und hat das Ziel auch so ein bisschen, glaube ich, dass man sich nicht verskillen kann, was ja bei vielen klassischen Computer-Rollenspielen, gerade auch die alten, ein großes Problem ist, dass man irgendwie seinen Charakter in eine Richtung entwickelt, die dann letztlich
zu einem Dead End führt, also wo man nicht mehr weiterkommt. Das soll dieses System hier verhindern und soll auch einsteigerfreundlich sein. Wie gesagt, leider führt das so ein bisschen dazu, dass ich mich hier nicht so heimisch fühlte, weil ich bin halt jemand, der viele diese alten Rollenspiele gespielt hat und sich auch ein bisschen in der Pen-Paper-Welt auskennt. Und hier werden dann irgendwelche Eigenschaften eingeführt, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. Also zum Beispiel gibt es hier keine Stärke oder sowas, was man klassischerweise vom Rollenspiel kennt, sondern es gibt Might, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, Macht oder ich glaube Macht, ja. Man sieht, das Spiel ist auf Deutsch, das Menü und alle Texte, die Sprachausgabe ist eben rein Englisch. Ja genau, und Macht ist da eben für mich irgendwie kaum fassbar, das ist irgendwie, das gilt dann für Magier genauso wie für Krieger, also es beschreibt sowohl die Stärke, wie jemand zuschlägt, als auch wie mächtiger Zauber sind, irgendwie sowas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall war es erst für mich ziemlich ungewohnt, habe ich so ein bisschen entfremdet von dem Ganzen. Es gibt, wie man sieht, einige Rassen, einige von klassisch Mensch, Zwerg, Elf und einige speziell auf diese erdachte Welt zugeschnitten, die jetzt auch kein Vorbild hat in irgendeinem Pen-Paper-Rollenspiel oder bisherigen Computer-Rollenspiel, die wurde komplett neu erdacht für dieses Spiel. Ich will euch jetzt hier auch nicht zu sehr mit der Charaktererstellung langweilen. Ich spiele immer ganz gerne mal am Anfang so den klassischen Krieger. Ganz einfach, weil es ist immer das Einfachste. Ich will mich nicht großartig mit dem Zaubersystem hier auseinandersetzen oder sowas. Und ich glaube, diese Aumauer, wie heißen, eignen sich ganz gut dafür. Die haben halt Macht plus 2, also diese etwas ominöse Eigenschaft, die ich eben schon versucht habe zu beschreiben, äußerst unerfolgreich übrigens. Ich muss gleich mal nachgucken, was das jetzt genau war. Genau, da gibt es hier die Küsten am Mauer und die Insel am Mauer. Au Mauer, mein Gott. Bis an die Zähne bewaffnet. Halt ein zusätzliches Waffenset und die Küsten bekommen Verteidigung gegen die Wirkungen Niederschlag und Betäubung. Das klingt für mich jetzt erstmal sinnvoll, wobei ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich nehme jetzt mal das. Und als Klasse nehme ich dann auch den Kämpfer, glaube ich. Ja. So, Niederschlag klingt gut. Also ich kann mir eins davon auswählen. Okay, nämlich Niederschlag. Zwei pro Begegnung. Genau, das ganze Kampfsystem ist auch vollkommen anders, als man es so kennt. Also es ist vollkommen anders, aber zumindest was so Lebenspunkte angeht. Es gibt halt Ausdauer und Lebenspunkte. Und wenn die Lebenspunkte auf Null sinken, ist man tot. Wenn die Ausdauer auf Null sinkt, ist man ohnmächtig. Wenn man der Einzige in der Gruppe ist, heißt das gleich tot. Wenn man mehrere in der Gruppe ist, heißt das nach dem Kampf steht man wieder auf, hat ein paar Lebenspunkte verloren, aber kann im Grunde gleich wieder weiterkämpfen. Das ist so ein bisschen so eine convenient Methode zu verhindern, dass man ständig rasten muss, weil man gerade im Kämpfen war. Also man verliert da in der Regel immer nur wenige Lebenspunkte und startet dann wieder mit voller Ausdauer für den nächsten Kampf. Und dadurch kann man halt ein bisschen mehr Kämpfe hintereinander durchstehen, ohne dass man die ganze Zeit rasten muss. Wie gesagt, was heißen jetzt diese Sterne hier? Achso, die Sterne sind die Sachen, die ich empfohlen für Kämpfer, okay. Dringend empfohlen für Kämpfer. Also Macht gehört jetzt gar nicht dazu, zu den für Kämpfer empfohlenen Eigenschaften. Ja, genau. Also ich lese mal eben zumindest die Macht vor, weil ich das gerade so vollkommen falsch und schlecht erklärt habe. Macht repräsentiert die körperliche und geistige Stärke. Also körperliche und geistige Stärke, ganz praktisch. Seine hohe Gewalt sowie seine Fähigkeit, mächtige Magie zu kanalisieren. Also, wie gesagt, für mich sehr fremd. Dass eine und dieselbe Eigenschaft für Gewalt, also körperliche Gewalt, als auch für Magie relevant ist. Während der Interaktion kann sie zur Einschüchterung und für Akte brutaler Gewalt hilfreich sein. Im Kampf wirkt sich
wirkt sie sich auf Schaden und Heilung, okay, also Schaden und Heilung aus, sowie auf Tapferkeit und Verteidigung. Ja. Gut. Verfassung ist also dringend empfohlen. Wichtig für die Ausdauer und die Gesundheit. Genau, das Gesundheit ist das, was ich hier mit Lebenspunkten gemeint habe. Legt fest, wie wahrscheinlich es ist, dass seine Zauber oder Angriffe im Kampf unterbrochen werden. Man sieht wieder, diese Eigenschaft ist auch wieder für Zauberer und für Kämpfer gleichermaßen wichtig. Und dann Abwehr, okay, Abwehr kann man sich meistens doch vorstellen. Wille, widersetzt sich mentalen Angriffen, zum Beispiel einem Zauberer, ist okay, also so eine Art in dem Rollenspielsystem der Schwarzauge, würde man sagen, Magieresistenz wahrscheinlich. Gute Intelligenz, ich bin ja stumpfer Krieger, das kann ich mir immer ein bisschen runtersetzen. Ich spiele hier kein Rollenspiel aus. Gewandtheit, ich kann eigentlich auch Macht mal runtersetzen, wenn das jetzt gar nicht so wichtig ist für mich. Und dann noch entsprechend Entschlossenheit nochmal steigern, vielleicht nochmal Wahrnehmung steigern und nochmal die Verfassung. Jetzt bin ich ein richtiger Tank. Ah, ich habe nur einen Punkt über. Die Verfassung ist schon auf dem Maximum. Entschlossenheit, komm. Ich will die auch noch auf dem Maximum bekommen. Dann setze ich die Intelligenz noch eins runter. Jetzt bin ich richtig dumm. Was bringt das? Logik und Argumentationsfähigkeit eines Charakters. Klar, natürlich Interaktion. Ja, gut, das ist natürlich nicht ganz unwichtig, welche Dialogoption man letztlich hat. Und im Kampf trägt er zur Wille-Verteidigung bei. Letztlich habe ich das Gefühl, alle Eigenschaften hier wirken sich irgendwie auf alles aus. Es gibt eigentlich gar keine unwichtigen Eigenschaften. Gewandtheit ist eine Abstraktion der Kondition von Hand und Auge, die Balance und der gesamten Anmut eines Charakters. Bei Interaktionen kann sie für Fingerfertigkeit und schnelle Reaktionen genutzt werden. Im Kampf wirkt sich auf die Aktionsgeschwindigkeit des Charakters bei allen Angriffen, Zaubern und Fähigkeiten aus. Ja, gut. Als Kämpfer auch nicht komplett unwichtig. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, alles irgendwie wichtig, ein bisschen. Deswegen lasse ich es mal so, wie es jetzt ist. Ich glaube, bei Intelligenz ist vielleicht wirklich ein bisschen niedrig, dann wenn das sich dann doch auf Dialogoptionen und so weiter auswirken sollte. Dann verteile ich hier noch ein bisschen um. So. Ja. Mach ich's mal so. Okay. Dass ich jetzt diese Boni in Macht bekommen habe, bringt mir natürlich letztlich überhaupt nichts aus, dass ich halt 2 Punkte mehr zu verteilen hatte, wobei andere Rassen hatten natürlich andere Boni, die sie auch verteilen können. Es hätte vielleicht was gebracht, wenn ich jetzt Macht auf 20 hätte steigern, weil es scheint so, als wäre 18 hier das Maximum. Naja, gut, ich würde nicht rumdern. Mal weiter, so jetzt die Kultur, okay, da gibt es nochmal, ich lese mir jetzt nicht alles durch. Ich gucke mir jetzt einfach kurz den Boni an, also Entschlossenheit plus 1. Gewandtheit plus 1, Entschlossenheit, Intelligenz, Verfassung. Ja, Verfassung natürlich nicht schlecht, dann hätte ich das direkt sogar auf 19. Macht und Wahrnehmung. Lese mir trotzdem zumindest mal hier das durch. Beherrscht von der Augen. Ich muss jetzt den Namen wirklich einhören. Von. Oh Gott, direkt wieder der nächste Name, der so komisch klingt.
Rau Atai ist der Golf selbst Heimat für eine Vielzahl von Nationen. Die meisten von ihnen sind Aumaua, Orlaner und Zwerge. Auch wenn diese Länder relativ jung sind, so zählen hierzu einige der modernsten kolonialen Siedlungen im Osten. Der Golf ist für jene ein Land voller Reichtümer und Ressourcen, die diese an sich nehmen können, auch wenn oftmals heftige Stürme auf der gesamten Küste starten. Na gut, okay. Sag mir jetzt nicht wirklich viel darüber aus, wie jetzt die Kultur da wirklich sich auswirkt, wie diese Leute so drauf sind, aber so männlich, Kämpfer, ja, irgendwas fehlt noch, weil ich kann nicht auf jeden Fall. Ach ja, weiter, okay. Ach, und dann auch nochmal Hintergrund. Guck ich mir jetzt auch erstmal kurz die Boni durch. Mastercard ist plus 2, Heimlichkeit, Leben, Athletik, Mechanik, Kaufmann. Wissen. Gut, ich guck mal eben, was ist denn Wissen? Wissen spiegelt wieder, wie viel ein Charakter war. Okay, ist also auch wieder wie viele Dialogoptionen man hat, Schriftrollen aktivieren. Da hat man wahrscheinlich irgendwann auch so einfach den Magier in der Gruppe, der da sich einbringen kann. Aber andererseits Heimlichkeit brauche ich jetzt auch nicht als Tank. Mechanik, gut, irgendwer in der Gruppe muss ja die Fallen schärfen. Dafür ist Mechanik hier, glaube ich, wichtig. Ja gut, Überleben, ich weiß es nicht. Ich bin mal der Gelehrte, das passt einfach dazu gar nicht. So, diese blaue Hautfarbe da, kann man die ändern? Die wirkt irgendwie ungesund, aber nee, anscheinend doch Haut. Achso, das ist nur so eine zweite Hautfarbe. Keine Ahnung. Na naja, gut, dann bin ich halt blau. Ja. Ja gut, ja, könnte mir schwarz sein. Kopf. Achso. Haare. Ja. Und Porträtfoto. Ja gut, die meisten davon passen natürlich jetzt nicht zu dieser Charakterklasse, zu den, ich kann mir den Namen hier irgendwie Aumau oder wie die heißen. Ich glaube, der allererste war ja direkt so einer. Dann nehme ich den jetzt auch. Nee, oder doch, war, ja doch, sieht ein bisschen so aus, ja. Ja, weiter, okay, und jetzt noch die Stimme. What is it? Follow me. Charge! Klingt da sehr keeping ähnlich. An eye out. Follow me. They won't see me coming. I shall lead us. Follow me. Silence surrounds me. Easy now. Naja, die klingen jetzt, finde ich, alle nicht. Follow so me. Keeping an eye out. Na, ich meine jetzt durch. So, und ich heiße in den meisten Computerrollenspielen Jantur. Nach allem. Ach, nicht nur einem, sondern vielen Charakteren, die ich im Pen and Paper Rollenspiel DSA, das schwarze Auge, mal gespielt habe. So, okay. Direkt eine Vorwarnung. Man muss in diesem Spiel sehr viel lesen. Ich werde das aber nicht jedes Mal vorlesen. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Also die wichtigen Teile, ich glaube jetzt auch das, was hier so ein bisschen hervorgehoben ist in der Schrift, das wird ja auf Englisch vorgelesen. Whole areas crawling with hut-dwelling types who'd be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Tonight everybody stays put and in the morning we'll get the path cleared. Gilded veils less than a day out. Understood? Touch of the rumbling rot, could be. There's a stinging beetle round here, carries it. You'll be fine once it passes your innards. Unless you don't drink water, of course. Which case you'll be dead in a day. There's a berry grows in these parts, small and pink. Called a springberry. About the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here.
Gut, Frühlingsbeeren sollen wir sammeln. Ja, ich kann natürlich jetzt auch viel mit diesen Menschen hier reden. Das ist generell eine Sache, die man wissen sollte, wenn man das Spiel spielt. Es ist sehr, sehr dialoglastig. Das galt ja auch schon für die Vorbilder. Also Baldur's Gate 1 und 2 waren auch sehr dialoglastig. Wobei ich fast das Gefühl habe, hier wird sogar noch mehr gequatscht. Ich frage einfach mal, ich bleibe bei den wichtigen Sachen, also finde ich... They grow on a bush that's common around here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Und das Ganze, der ganze Rest von den Felsen, war das jetzt so... Hold on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot. Not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Kalisha. Kalisha! He needs to find some spring berries. No promises. What kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her. You're in good hands. And I'm off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beowick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. You heard the man. Let's get going before you keel over. Yeah. So, hier oben sind wir die Quest. Also wir müssen diese Bären sammeln. Genau, Eora heißt diese Welt, in der das Ganze spielt. Ja. Diese Tutorial hatte ich schon mal, also der hat zur ersten Stadt mal gespielt und das Tutorial kenne ich schon. Ich klicke das jetzt einfach mal alles weg. Wer da Interesse dran hat, kann ja das Video entsprechend pausieren. Die meisten sind neutral oder freundlich. So könnte man das. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Aus anderen Rollenspielen. Was mich jetzt gerade auch mal interessiert ist. Nee, das ist der Spähmanns. Es gab, glaube ich, wie meistens. Stay quiet. Eine Taste, mit der man alle Objekte, mit denen man interagieren kann, anzeigen kann. Das ist normalerweise. Ah ja, das ist Shift. Okay, alles klar. Nee, das ist nicht Shift, das ist Tab. So. Zum Beispiel diese Kiste, da sieht man, das ist interagierbar sozusagen. I've got it! Okay, wir brauchen Mechanik. I'll get it open. Das hätte ich mir eben holen können als ein Bonus. What you need? Und was war das bisschen überfangen? Geschwindigkeit, ne? Oh, jetzt habe ich gerade jemanden auf. Oh fuck, jetzt hab ich einen Kopf, was für ein Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat mich jetzt total Angst. Ich kann zum Glück laden. Er hat Auto gesaved. Also, wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Irgendwie aus Versehen allein gegriffen. You heard the man. Let's get going before you kill over. So, nochmal ganz kurz. Also man kann. Das war es wirklich. Ich habe A gedrückt. A greift man Leute an. Wird das zum Schwert. Okay. Aber ich wollte eigentlich. Genau. Anyone need supplies? Schnell, genau. I've got sundries for sale. S ist der langsame Modus, den kann man für Kämpfe ganz gut verwenden. Man kann auch jederzeit pausieren, wie auch damals bei Baldur's Gate mit der Space-Taste, also wie heißt das hier auf Deutsch nochmal? Leertaste, genau. Oder man kann auf D klicken, dann wird alles sehr schnell und dann kann man die weiten Wege ein bisschen schneller hinter sich bringen. So. Und jetzt nochmal. Looten. Ah ja, genau, das geht nicht, weil verschlossen. Hier ist wieder eine komische Ladung drin. Hier ist auch Zeug drin. Da war da eben noch irgendwas. Ne, gut. Genau, das ist eine Händlerin hier, oder ein Händler.
Brought a whole wagon full of goods to sell. But not- Say, is there anything you need? Da können wir jetzt direkt mal das verkaufen, was wir nicht brauchen. Also genau, dieses eine riesige Mini-Weltraumferkel ist ein möglicher Begleiter von mir. Ich glaube, ich habe das bekommen, weil ich Kickstarter-Unterstützer bin von dem Spiel. Ich glaube, da kriegt man irgendwie das. Oder, weiß ich nicht, sonst andere Sachen kriegt oder so. Oder ob es jetzt irgendwie, also ob jeder das selber bekommen hat oder verschiedene Sachen, keine Ahnung. Ich kann es mir als Begleiter hier einstellen, das riesige Mini-Weltraumferkel. Was ist das? Okay. Und das ist ein Umhang. Ich habe ja noch keinen Umhang, solange ich jetzt nichts habe, nehme ich erstmal alles. Das ist Straßenlärm, der wahrscheinlich jetzt. Aber was ist das hier? Dieser Rüstungsschutz, Schadensproduktion, ja, das ist sozusagen der Rüstungsschutz. Der ist null, dementsprechend bräuchte ich. Das ist ein Trank der Regeneration, das kann ich mal in die Schnellauswahlleiste schieben. Und das hier, das ist letztlich nichts, was ich Something else you need? Deswegen verkaufe ich das jetzt. So, wie war das jetzt nochmal hier? Handeln. 75 KP. KP ist wohl diese Währung. Nee, verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gerade. Laden. Ich verstehe es gerade nicht. Okay, hier steht ja auch was. In Leben kannst du deine Gegenstände gegen Kupferstücke, KP oder Gegenstände aus dem Inventar des Ladens tauschen oder verkaufen. Händler kaufen dir Gegenstände zu einem deutlich reduzierten Preis, das kennt man alles ab. Wenn du das verkaufst, wird es kurz danach vielleicht sehr viel teurer im Inventar des Ladens angeboten. Ja, klar. Die Läden erneuern, ja, das ist ganz klar. Wie mache ich das einfach hier auf 100 Läden? Ja, ja, okay. Genau. Jetzt müsste ich um. Ich hatte eben Something else you need? Ja, jetzt 185, ja, ist klar. Gut, dann hat er hier irgendwelche Tränke und Waffen und Dietriche. Achso, Dietriche könnte ich vielleicht mal kaufen. Ja, komm, ich kaufe mal Dietriche. Boah, da habe ich ja einen Großteil meines Geldes wieder ausgegeben. Und jetzt gucke ich mal, was in What you need? Drin ist. Und was ist drin? Ein Trank der Ausdauer. Und jetzt guck ich mal, ob sich das gelohnt hat. Something else you need? I'm a trader. Ja, ja, ja. Originally ja. From the Adir Empire. Das ist ein bisschen, wo du herkommst oder irgendwas. Ja, das hat sich doch gelohnt. 225. Das ist deutlich mehr als für die 3, die ich hier bezahlt habe. Und so einen Ausdauerrang werde ich ja, glaube ich, jetzt. Obwohl, ja doch, das ist außer als ich eigentlich im Grunde sowas wie Lebensenergie. Ja, da kommen dann halt hin. Beziehungsweise steckt den mal in die Schnellauswahl von meinem Hauptcharakter, der ja der Tank ist. So. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie ich schnell speichere. Steuerung. Spiel. Schnell speichern. Das hatte ich glaube ich schon umgelegt auf Home. Ja, jetzt ist schnell gespeichert. What you need? Wo ist mein anderer Charakter? Klar. Hier kann ich irgendwie Ball, schnell. What you need? Ja. Ja. Also das geht natürlich immer, wenn wir über die Charaktere rüberziehen. So, jetzt eigentlich haben sie die ganze Zeit zu Bären so. In der Spielwelt, entscheidender Faktor. With Pillars of Eternity, we strive with every level to both evoke the essence of the beloved Infinity Engine games, as well as introduce something new and engaging for players to experience in the world of Aeora. The caravan in Camp It was no exception to this goal. As the introduction area and the first impression of Aeora has to offer, it really needed to speak to the player from the get-go. Keeping in mind this principle, we needed to begin the game with an image that instilled simultaneously the feeling of adventure players may be familiar with from a Dungeons & Dragons setting, while introducing them to our own unique world. The idea of a caravan huddled around a flickering campfire both seemed familiar and befitting as the humble beginnings to a grand adventure. By setting the scene before a large ancient ruin with peculiar... das sind die Audiokommentare der Entwickler.
die ich irgendwann mal dann eingestellt hatte. Finde ich eigentlich immer ganz interessant. Das ist ja jetzt ein relativ ungewöhnliches Feature. Man kennt das von Filmen, von DVD-Versionen von Filmen, dass man diese Audiokommentare von dem Regisseur oder Drehbuchschreiber oder wem auch immer einschalten kann. In dem Fall halt die Spieldesigner, die jetzt kommentieren. Das ist, wie gesagt, für ein Spiel eher ungewöhnlich, aber weil das ja auch so ein Spiel ist, was sozusagen aus der Community heraus von Fans finanziert entstanden ist, ist das eben auch ein ganz interessantes Feature. Let's check by those outcroppings. Wo die Spieldesigner so ein bisschen erzählen, was sie sich eigentlich hier gedacht haben bei den Spieldesignern. So, hier ist ein junger Wolf. Ja, was ist denn in der Raum? Guck mal, so schön ist die Raum. So, was hat der? Achso, hier. Bob's Hard, okay. Hier sind. This is it. Warte, ich bin ja schnell. Achso, jetzt kommt hier mein Hintergrund ins Spiel. Ja, bisher haben Philosophen die Geschichte nur anders interpretiert. Jetzt geht es darum, sie zu verändern. Das waren aber Philosophen. Das ist übrigens Karl Marx in der ganzen Diagramme hier. Nein, ich will mich hier eigentlich nicht niederlassen. Typisches Abenteuerleben eben. Kleiner Spoiler-Alert, die Frau stirbt sowieso. Dementsprechend habe ich es mir gar nicht groß und zu tun, wenn ich hier kontrollieren will. Also, das habe ich jetzt eben gerade gesagt, aber es ist so relativ schön am Anfang passiert. Ja, wie gesagt, nochmal kurz zur Grafik, die jetzt hier in voller Pracht zu sehen ist. Es ist eine komplett oldschool isometrische Perspektive. Das heißt, man kann hier nichts verändern, was die Angle, das ist schon mal die Perspektive angeht. Es ist starr. Man kann eben nur rein rauszoomen. Die Leiche hat hier ein bisschen was. Die Triche. Die Lederrüstung. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt zuletzt davor Divinity Original Sin gespielt, jetzt nicht auf YouTube. What a surprise! Sparful went hunting. At least you left the water skins. Come on. Nicht auf YouTube, aber mit einem Freund zusammen immer wieder via Skype. Und das war von der Grafik her schon so ein bisschen moderner. Also das hat mir vom Look and Feel ein bisschen besser gefallen. Wobei natürlich diese Oldschool-Grafik auch durchaus was hat. Es ist halt wirklich sehr stark an Baldur's Gate orientiert, nur eben mit einer natürlichen Auflösung und so weiter. Und das ist auch ein Kennzeichen dieses Spiels. Zwischendurch werden immer wieder Stories rein mit Text erzählt und das gelingt ihm auch eigentlich ganz gut, finde ich, da auch Spannungen aufzubauen.
Das ist eigentlich auch so ein Stilmittel, was heute in Spielen fast gar nicht mehr verwendet wird. Also ich kenne das persönlich noch tatsächlich von den ganz alten DSA-Spielen bei Schicksalsklinge, irgendwie, ich glaube, von 92 oder so, und Sternschweif, dem Nachfolger. Und damals Schatten über Riva war es, glaube ich, nicht mehr der Fall, aber bei den ersten beiden dieser Trilogie, der DSA-Trilogie im Rollenspielbereich, war es auch so, dass immer wieder zwischendurch mit so Texttafeln Storys erzählt wurden. Teilweise auch damit Würfeln und so, wie das dann weitergeht. Und hier sind auch so, es werden so gezeichnete Bilder gezeigt und dabei wird die Story erzählt. Also ich, das lese ich vielleicht doch mal vor. Aus den Bäumen tritt Sparfel hervor, einer der Späher. In dem Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet und sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmet und verkrampft taumelnd. Sparfel, are you all right? Sparfel bleibt mit der Fußspitze an einem Fels angebrochen, der vorne über zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Fallschaft wie eine feindliche Fahne heraus. Ja, es klingt natürlich wieder mal nach Kampf. Also das war für uns. Ambush! Gestorben. Und jetzt sieht man hier, ich habe Ausdauer verloren. Das war das, was hier an dem Porträt abgezogen wird. Und das, der grüne Balken ist die Lebensenergie oder wie auch immer das hier heißt. Also das, was, ja, was einen wirklich sterben lässt in Sachen. Und wie gesagt, die Ausdauer, die regeneriert sich eben wieder sehr schnell. Das heißt, man ist sehr schnell wieder bereit für den nächsten Kampf und muss dann natürlich hassen. So, was ist das denn hier? Jeder Rüstung SR2, was haben wir momentan? SR9, Sicherheit, SR7, okay. Das brauche ich. Das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Intellekt plus 2. Das ist also ein Bogen und der heißt Intellekt oder gibt Intellekt plus 2 oder? Nee. Ach, das ist wirklich das, was plus 2 gibt. Gewandtheit plus 2. Das wird dann ausgerüstet. An welchen? Das ist eine Waffe, ne? Womit würde ich das jetzt? Hier würde ich das. Okay. Und die Waffe gibt es. Also diese Waffe, die ich jetzt gerade aktuell angezogen habe, die ausgerüstet habe, die gibt Wandel plus 2. Okay. Warum auch immer. Hier ist immer gut. Die Fußspuren, das sind die Fußspuren sind undeutlich und könnte schon mehrere Teile erzählen. Oder noch älter. Jetzt wieder ein bisschen was zum Aufsammeln und kurz. Ja, was ich wirklich in meine Muscle Memory speichern muss, ist dieser schneller Modus und langsamer Modus. Also dass man im Kampf schnell umschaltet. Also S und B. Das ist eigentlich ganz gut zu merken, weg nebeneinander, slow und weiß ich nicht, für den Schritt, aber gut, das ist halt der Gelegenheit. Und auch das Weltraumschwein. Ja, gut, also ich glaube, die müssen wir hier jetzt wieder durch. Take him down! No good! What you need?
Take him down. Also die Kämpfe sind natürlich jetzt am Anfang hier noch keine große Herausforderung. Das hat ja auch gar nicht so große Taktik oder so. Ah, hier ist alles noch. Das ist natürlich auch spannend. Ja. Die Kämpfe werden allerdings, so viel kann ich schon mal verraten, relativ schnell herausfordern, je nachdem auch, wohin man geht. Also, passt sich hier nichts an die Schwierigkeitsstufe, also nee, Schwierigkeitsstufe schon, aber es passt sich nichts an die Stufe an, die der Charakter hat. Also wenn man in Gebiete geht, die eigentlich erst geeignet sind für höherstufige Charaktere, dann kann es schon sehr schnell sehr hart werden. Und es ist auch nicht so ganz klar, wohin man am Anfang denn eigentlich gehen sollte. Also man kann zwar schon sehr, sehr früh schon in so einen Dungeon rein, ganz alleine dann, weil man seinen Begleiter auch verliert, wie ihr gleich sehen werdet. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Also wie gesagt, ich werde hier nicht weiter spoilern, weil weiter als bis zur ersten Stadt habe ich auch nicht gespielt, aber so viel kann ich schon mal verraten, aber das Spiel nimmt an der Stelle dann, also nimmt dann an vielen Stellen an die Hand, aber nicht so sehr, was diese innere Spielermechanik angeht. Und ich finde es auch ganz gut. Also was ich gar nicht mochte, ist bei, ich glaube, Morrowind oder so, war das so, dass dann die Gegner sich auf die eigene Stufe eingestellt haben. Das heißt, das Spiel war eigentlich immer ungefähr gleich schwer, egal wie gut man jetzt eigentlich war. Und dann hat man nicht so wirklich Motivation, besser zu werden. So, hier sieht man jetzt, dass ich aufgrund meiner Wissensfertigkeit eine Dialogoption mehr habe. Unsere Hände haben die Urin nicht besudelt, Männer von Eiglandfahrt. Und das nutze ich dann natürlich auch, wobei es wahrscheinlich mir nicht wirklich weiterhelfen wird. Ich habe einen Rang in einem Gesinnungsruf, okay. Man sieht auch immer, welche Dialogoption man nicht hat, weil man die Voraussetzungen nicht erfüllt. Also in dem Fall zwei Optionen. Eine hätte Macht 14 erfordert, andere Intelligenz 13. Aber ich habe es. Ich habe die Entschlossenheit, um diese Option zu wählen. Die Athletik habe ich auch oder Wissen. Ich versuche es nochmal mit dem Wissen hier. Tag nur einmal oder mehrmals. Mit dem man da ein bisschen mehr aushalten muss. Also Bierschlagsfähigkeit kann man halt bei jeder Begegnung auf jeden Fall verwenden.
Get inside! Das Schwein. Jodan ist aufgrund seiner Verletzung und seines anfänglichen Zögerns zurückgefallen. Als er sich der Felswand näher, stürzt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Truppen vorgetäuscht hat, und stürzt mit dem Felsen und wieder einer weg. Jodan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln und schlägt sich nach Schlägen ab. Ihm kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sind ganz in der Nähe. Trotz des Windes hättest du von deiner Position eine gute Trefferchance, wenn deine Waffe auf den Angreifer werfen würdest. Okay. Dem Angreifer deine Waffe entgegenwerfen. Gewandtheit 15 nicht erfüllt. Oder hier dann gestatten, sich selbst zu befreien. Ach ja, ich werfe mal die Waffe ihm entgegen. Du zielst genau und der deinen Treffer befreit Eduan. Also dein Treffer. Jodan kommt torkelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihm eine Windböe zur Seite und reißt seine Hände hoch. Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwindender Stärke an. Und du hast das Gefühl, als würde dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen. Sie halten gerade lange genug, dass Jodan wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erbebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst in den Felsen, unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, die Resonanz, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. Was war das? A Beowick. Had to be. Ein Bierbeck, genau. Das ist wohl irgendwie so ein sehr, sehr schlimmer Magen. We're lucky to be alive. And we're the only ones. We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Huh? Komm aus den Ruinen, das ist eine neue Quest. That should be far enough. But what now? We look for another way out. Storm has to die sometime. The Ruin of Sealant Liss was a daunting dungeon to design, but also very gratifying, as this was our chance to set the bar for our dungeons throughout the game. This was also one of the later dungeons designed during development. Oftentimes, the beginning of the game is of the last content you end up producing. This is to ensure all the systems needed to make the experience fully fleshed out are implemented and functional so they can be taught to the player properly during this first moments of gameplay. Thus, by the time this dungeon was designed, we had learned many valuable lessons about the ways we could push the layout and flow of a dungeon, as well as utilize all systems in the game that at this point had been fully fleshed out. We also felt in many RPGs the starter dungeon often felt like a bland guided experience intended on cramming tutorials down a player's throat. We certainly didn't want Sealant Liss to repeat such a formula, but we didn't want the player to be completely unfamiliar with the game's core mechanics either.
That being said, we opted to have a very open-ended experience for the player. Each route the player takes in the dungeon will introduce them to yet another mechanic or feature in this game, whether it be detecting traps, scouting, or the use of scripted interactions, but neither is dependent on the other. The player has a choice here to choose their playstyle and be rewarded for it. The reward will then reinforce the value of this mechanic, while simultaneously teaching the player the role it plays in Pillars of Eternity. Eine zitternde, kränkliche Gestalt kommt sich auf dem Speer stützend aus der Dunkelheit hervor. Durch ihre schuppige Haut zeigen sich knorrige Ellbogen und ihre Rücken ab. Aber du erkennst sie als eine Saurib. Er beobachtet dich vorsichtig, während er in flatternden Seufzern atmet. Die Kreatur beschnüffelt dich und findet nichts, was sie interessiert. Sie tritt zurück und nimmt abermals ihre defensive Haltung ein. Let's go! Wait, do you hear that? Nee, was denn? Letztes Tagebuch. Dieses kleine Büchlein ist an mehreren Stellen zerrissen, viele Seiten sind mit Blut durchtränkt. Einer der hinteren Einträge ist jedoch noch lesbar. Ich kann mein Glück kaum nicht fassen. Ich habe beim Würfeln ein echtes, eng vitanisches Artefakt gewonnen. Der Kerl, dem es gehörte, sagt, in seinen Augen sei es hübsch, aber wertlos. Er ist nicht bereit, in irgendwelchen Ruinen herumzugraben. Wenn er aber recht hat, dass dieser Edelstein zu einem versteckten Schatz führt, dann ist es das gewiss wert, sich ein paar bemalten Elfen vorbeizuschleichen. Ich breche morgen nach Sealand List auf. Dann muss ich nur noch das Revier finden für den Spiel. Let's go! Yeah. What you need? Man sieht große Müdigkeit. Das Symbol ist hier dasselbe wie bei Baldur's Gate. Mhm. That looks weak. Could be a shortcut. In der Tat. Bei dieser Mauer zieht sich ein Spalt vom Boden bis zur Decke. Durch den Spalt geht ein leichter Luftzug. Ja, ich drücke mal gegen die Mauer. Trotz der Beschädigung sieht der Stein schwer massiv aus. Ich habe ja keine besonders hohe Macht jetzt. Ich schicke mal Liska. Die dritten Leibskräfte braucht der Spalt weiter zu werden. Die hat Macht 16. Letztendlich gibt das uralte Mauerwerk nach die Mauerspitze ein und gibt den Blick auf einen Kreis. I could scout ahead, see what's around the corner. Der östliche Abschnitt ist ein gefährlicher Ort voller lauernder Feinde und sorgfältig verborgener Geheimnisse. Aktiviert den Spähmodus, um dich unauffällig zu bewegen und nach verborgenen Objekten wie Fallen und Heimfallen zu suchen. Und das ist der Spähmodus. Der Spähmodus dient sowohl zur Tarnung als auch zum Finden verborgener Objekte, die Fallen und Geheime Behälter. Im Spähmodus beginnen die Auswahlkreise deiner Charaktere sich gelb zu füllen. Wenn ein anderer Charakter anfängt, sie zu bemerken, wenn der Kreis vollständig gelb ist, wird der Charakter entdeckt, nehme ich mal an. Wobei ich jetzt misstrauisch und sieht sich oben. Der Kreis fühlt sich dabei rot. Ist der Kreis vollständig rot gefüllt, werden dann Charakter entdeckt. Die Fähigkeit eines Charakters, verborgene Objekte zu finden, basiert auf seiner Mechanikfähigkeit. Je höher die Mechanikfähigkeit ist, desto größer die Entfernung, auf die der Charakter Objekte finden kann.
Wenn du dich auf einen Charakter zubewegst, entdeckt er dich schneller, wenn der Auswahlkreis deines Charakters den eines anderen Charakters berührt, wirst du sofort entdeckt. Mhm. How can I help? Yeah. Sure. Hmm? Quiet. Fallen zu denken. Do you feel that? There's a draft coming through that wall. I don't hear any sign of that storm either. What do you need? Verloren. Vielleicht sollte ich mal auch wegen der Müdigkeit dann mal gleich rasten. Aber es geht. Steady does it. Man muss auch dazu sagen, diese. Ich habe jetzt also hier null Lager. Also Ausrüstung, um ein Lager zu errichten. Und was ich dazu gehört habe, ist auch, dass das ziemlich begrenzt ist. Genau, das ist hier alles voller Fallen, da kann ich mich noch erinnern. Da sollte man nicht so einfach drüber latschen. Man kann jetzt hier mehr drauf warten, dass irgendwer. Hm? Fahren entdeckt, aber ich glaube, von uns ist dazu gerade keiner in der Lage. Ja. Und ich bin ja jetzt auch über den Umweg dahinter. Right. Was übersehen habe, noch an irgendwelchen Dingen, die ich hätte finden können, aber gut. Ich glaube, können wir nur zu gehen. Oathbinder, bear witness. And see, this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Vielleicht noch an der Stelle gerade ein bisschen. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth, and be assured of the great worth of your life's course. Das ist ein bisschen, 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 das ist ein bissch
Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still. Danach aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf den Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf aufwallenden Schmerzen verwaschen deinen letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit, also ich kann wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen. Du stehst in einem kreisrunden, herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Atra ausgekleidet sind und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raums durchdringt eine große Adrasäule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen, vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Deine Gedanken gehören dir, aber dann auch wieder nicht, und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen, dringliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die beantwortet werden müssen. Sonst am Fuß der Säule siehst du nun einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremoniellen Robe gekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einer seltsamen, dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allem stehende Frage, und diese Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand. Gut, nichts mehr. Ah, okay. Jetzt aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, dafür aber mit etwas weitaus gestürztem ersetzt wurde. Schwarz flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande deines Sichtfeldes siehst du huschende Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keine Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein, so ist sie vermutlich gefährlich, sich länger unbehandelt zu lassen. Also sie werden langsam bekloppt. Die Gestalten bei der Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurde durch die Schlacke und Asche ersetzt. Von dem Mann, der sie anführte, ist weit und breit nichts zu sehen. Heduan und Kaliska liegen blutüberströmt mit dem Tod unnatürlich verdrehten Körpern auf den unebenen Kopfsteinen. Genau davon hatte ich eben gesprochen, die sind jetzt beide tot. Du bist ganz alleine und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldtal könnte deine beste und einzige Chance auf Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Also mal eine ganz andere Situation für so einen Charakter. Neue Stufe, okay, können wir uns gleich drum kümmern. Ich habe... keine Waffe dran. Dann muss ich auch mal schauen. Also erstmal nehme ich auf, was die jetzt hier noch an Zeug haben. An Metall. Genau. Etwas seltsame oder ungewöhnliche Motivation für einen Charakter, dass er ein bisschen bekloppt wird und deswegen Behandlung sucht. Also wir sind eigentlich gerade auf der Suche nach einem Psychiater, kann man so sagen. Deswegen wollen wir nach Goldtal. Er hat tatsächlich jetzt irgendwie kein Waffenset mehr. Waffenset ist leer. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwann mal diese Waffe geworfen haben oder so. Ich weiß nicht, aber eben haben wir noch gekämpft. Ich dachte, er hätte schon eine Waffe gehabt. Okay, jetzt hier bin ich wieder mit einem Teil des Spiels konfrontiert, den ich ein bisschen nervig finde, nämlich die Frage, mit welcher Waffe rüste ich jetzt diesen Charakter aus? Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Dinge jetzt wirklich bedeuten. Natürlich kann ich was mit so einem Wert wie Schaden anfangen, weil wo haben wir denn sowas? Genau, Schaden 9 bis 13 zum Beispiel. Aber so diese Gesamtheit der Waffe, wie gut die jetzt ist, Unterbrechungen gibt es hier noch. Schnell, okay, also das, vielleicht sollte man einfach darauf achten, also schnell und Schaden.
und Eigenschaften präzise und so weiter, keine Ahnung. Ist mir alles ein bisschen zu viel, um das jetzt wirklich bewerten zu können, welche Waffe jetzt wie gut ist. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich jetzt jede Waffe gleich gut führen kann, aber wahrscheinlich schon. Weil ich habe ja zumindest nie irgendwelche besonderen Talente jetzt ausgewählt für irgendwelche Waffen oder sowas. Also wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt Waffen nur diesen Speer und das Ding hier, was keinen Namen hat. Weil Intellectus 1 ist ja wohl nicht der Name dieser Waffe, sondern das ist ein Boni, den ich bekomme. Gut, ich nehme einfach mal den Speer jetzt hier auf das Waffenset 1. Ja. Klicke auf das Symbol auf dem Porträt, genau. Und damit kann ich jetzt steigern. Und da bin ich auch wieder im Teil des Spiels. Ich mich nicht so richtig mit anfreunden kann. Es gibt ja so allerlei Fähigkeiten. Wissen habe ich jetzt schon auf 3. Athletik ist wahrscheinlich wichtig, auch für den Kampf. Heimlichkeit, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher jemand anderen drauf spezialisieren. Mechanik auch, das sind halt so diese klassischen Diebesfähigkeiten. Da würde ich jetzt irgendeinen Charakter mal dafür nehmen und die dann ein bisschen spezialisieren, aber jetzt nicht unbedingt meinen. Gut, ich steige jetzt mal Athletik. Überleben, was bringt das? Überleben-Eigenschaft ermöglicht es dem Charakter, Nahrung und Tränke effektiver zu nutzen. Ja, also ich bin nicht so ein großer Anwender von Tränken im Kampf, weil ich normalerweise immer denke, das schafft es auch ohne. Ja, Wissen habe ich ja schon eigentlich auch genug jetzt. Heimlichkeit. Ja, das passt nicht zu einem Tank. Dann steige ich jetzt doch mal vielleicht Mechanik hier ein bisschen. Und auch nochmal Wissen. Gut, ich habe immer noch einen Punkt über und die kann ich alle nicht mehr steigern. Also steige ich jetzt bei mir das nochmal überleben. So. Und jetzt geht es zu den Talenten. Ich kann halt jetzt noch ein Talent aktivieren. Ich habe ja schon dieses Talent Niederschlagen. Ich könnte jetzt hier noch so einen Niederschlag, Bonus niederstrecken. Ne, es ist das anders. Das hatte ich eben Niederschlagen oder auch Niederstrecken? Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Und es gibt halt hier tausend Sachen, die man wählen kann. Und ich bin halt ein bisschen überfordert. Hier gibt es zum Beispiel jetzt Waffenschwerpunkt. Okay. Gibt Waffenschwerpunkt Soldat passiv Effekte selbst plus 6. Trainiert den Charakter im Einsatz von Großschwert, Pike, Kriegshammer, Aberlest und Arkebuse, wodurch seine Genauigkeit im Umgang mit einzelnen Waffen steigt. Okay, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, sich mal auf irgendeine Art von Waffe zu spezialisieren. Aber was nimmt man dann? Ich habe jetzt eine Pike, aber wer weiß wie lange. Bei Soldat waren ziemlich viele Waffen, auf die man Boni bekommt. Also Großschwert, Pike, ja, komm, das klingt eigentlich ganz gut. Ich nehme mal Waffenschwerpunkt Soldat. So. Und dann mache ich das zu. So, ich speichere jetzt nochmal. Ah ja, genau. Und ich wollte ja eben noch mal ein bisschen was zum Spiel erzählen allgemein. Also, das Spiel kann man natürlich erwerben. The idea of the scene came out of necessity. Initially, this was all supposed to happen somewhere inside the ruin. However, it clashed with our non-linear philosophies. In order to have the information communicated to the player about Theos and the Soul Machine, it needed to be staged just right and go off without a hitch. By placing it in the ruin itself, it meant some of the non-linearity would need to be sacrificed in order to create a hard gate for the player, so we as designers could make sure we knew the exact moment this event would be triggered. At Obsidian, we often have quests and scenarios that branch in a myriad of ways. Each of these branches are conditioned by what we call gates.
These gates keep the game responding to the player by closing off paths and opening new ones based off actions they perform. A piece of dialogue, for instance, might be gated by a certain amount of disposition. Ja, also das Spiel kann man einerseits via Steam erwerben, mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen, die man von Steam kennt. Also man kann es halt dann auf allen Geräten spielen, nachdem man Steam installiert hat. Es ist auch lauffähig, nicht nur auf Windows, sondern auch auf Mac OS X, was ich benutze, oder auch Linux. Es lässt sich auch via GOG.com erwerben. Das ist dann DRM-frei, also kopierschutzfrei. Und lässt sich dann eben auch an allen drei Versionen, also Windows, OS X und Linux, runterladen. Und man kann es aber auch ganz klassisch, zum Beispiel via Amazon, in so einer Schachtel, in so einer Box erwerben. Das habe ich nicht gemacht, ich habe einen Download. Wobei ich habe ja auch Kickstarter unterstützt, deswegen habe ich jetzt, konnte mir da einen Steam oder GOG Download auswählen als Kickstarter Unterstützer. Habe mich für Steam entschieden, einfach weil ich ja die meisten Spiele bei Steam jetzt gebündelt habe. Ja, wieder irgendwas ab. Fressfleisch. Sammel ich jetzt mal ein, obwohl hier gerade komische Dinge um mich herum passieren. Und wenn man sich für diese Box-Version entscheidet, die es wie gesagt unter anderem Amazon gibt, bekommt man etwas dazu, was es bei modernen Computerrollenspielen inzwischen nur noch recht selten gibt, und zwar eine gedruckte Anleitung. Also von daher, die ist ein bisschen teurer, die Box-Version, also die Nicht-Download-Version. Aber man kommt, und es ist halt wirklich auch eine, ich kenne die Anleitung nicht, weil ich halt diese Download-Version habe, aber was ich gehört habe, ist die sehr schön gemacht und auch sehr ausführlich, also ein richtig schönes, dickes Handbuch. Und das ist was ich persönlich auch so ein bisschen an Spielen heutzutage vermisse. Gar bei dem Spiel lohnt sich das, glaube ich. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja ständig überfordert hier, was diese ganze Auswahl angeht, und vielleicht wäre das in dieser Anleitung zum Beispiel mal ganz gut erklärt, was es einem bringt, diese ganzen Fähigkeiten auszuwählen. Also gut, ich meine, das ist auch alles im Spiel erklärt, aber wenn es dann soweit ist, ich lese mir es dann im Spiel dann doch eher weniger durch, und so ein Handbuch kann man halt mal dann irgendwie abends im Bett oder so vom Einschlafen nochmal durchlesen. Da haben irgendwie, also ich zumindest habe da ein bisschen mehr Mut zu dann halt. Ja, ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz, wie es weitergeht. Ich meine, ich war ja natürlich schon mal, ich habe ja bis jetzt diesen Goldteil da schon mal gespielt. Aber jetzt gerade weiß ich trotzdem nicht mehr, was ich jetzt zu tun habe. Ich würde sagen, sobald ich es geschafft habe, dass die Map, die hat mit M jetzt geöffnet, was ist hier unten, was ist hier alles, Inventar, Tagebuch, Karte. Tja, Ach, hier geht's. Ja, rein. Hallo? Es poppt hier immer so kurz auf, dieses Symbol. Aber dann ist es auch direkt wieder weg. Hallo. Das erschließt sich mir absolut nicht, was das hier soll. Was? Wie geht das denn nochmal weiter? Kann ich hier draufklicken? Wie bringt das? Ah. Okay, jetzt komme ich hier nach Talholz. Genau, hier ist auch Teil meiner Quest. Ah, jetzt habe ich zum ersten Mal diese Rastvorräte. Hier unten sieht man das. Da kann ich jetzt ein Lager aufstellen, das heißt mich regenerieren, und dann bin ich auch nicht mehr müde. Ja, und im Gasthaus kann man eben auch ohne Rastvorräte übernachten, was halt auch das Gasthaus dann zu einer wirklich sinnvollen Investition macht.
weil diese Rastvorräte, wie gesagt... The Veilwood is the first wilderness the player is introduced to in the game. Like any Infinity Engine wilderness, these areas are rife with dangers, treasures tucked away in nooks and crannies, as well as your fair share of characters with tasks or quests of their own. A lot of what we wanted to do with this wilderness was lead the player towards the Gilded Veil, using the characters they meet along the way. By giving the player the option to get involved with either the Bandit Camp or Nauten down near the south end of the map, it gives the player the impetus to explore the Gilded Veil once they arrive, now that they have acquired a few tasks to investigate. Let's go! Voll des Chaosfuß. Ja, solche Schriftrollen, das kaufe ich in der Regel im Spiel. Fähigkeit des Niederschlags, ob man die auf irgendeine Taste legen kann. Also ich habe auch noch eine Gaumsschnur, stellt mit jedem Einsatz eine geringe Menge des Wassers her. Okay, also kann ich so nochmal heilen. Das finde ich irgendwie ganz praktisch, wenn ich die mal so Shortcuts zuordnen könnte hier. Ich muss mich nur mal mit der Maus klicken. Let's go! Ein bisschen stört, ist nur zwei Zeilen. Ist das jetzt, weil ich nicht mehr habe in meinem Rucksack oder? Ne, ich habe ja noch mehr Zeug. Ne, nicht. Weiß nicht. Okay. Also gut. Wo ist jetzt zum Beispiel gerade. Ich hatte gerade irgendwo eine Metallrüstung eingesammelt. Wo ist die jetzt? Das finde ich alles noch nicht so richtig gut gelöst hier. Schlechter als das, was ich jetzt anhab. Das ist ja schon ein bisschen übersichtlicher hier. Ich habe diesen Speer, der 11 bis 16. Im Grunde sind die sehr ähnlich, um nicht zu sagen, komplett gleich, die beiden Waffen. Eigenschaft ist der Speer präzise und das Schwert nicht. Das hat nicht 8 mehr. Ich habe aber eben diese Spezialisierung für Soldatenwaffen mir geholt und dementsprechend ist es glaube ich besser das Schwert zu nehmen. Und jetzt habe ich hier noch so ein kleines Schild, es gibt Abwehr. Die war ja wie gesagt schlechter. Und ich habe diesen Helm, genau, ich habe auch keinen Helm, jetzt ziehe ich den mal auf. Oh, ich habe hier noch eine Streitaxt. 11 bis 16 auch. Na gut, das ist genauso okay. Ja, ich kann Waffensets wechseln. Ich habe zwei Waffensets, für einmal das Schwert und das andere Waffenset habe ich mit meiner alten Waffe ausgerüstet, dem Speer. Jetzt
take him down. Tun kann man ja eigentlich jetzt so als Kriege. Der steckt halt drauf, meine Spezialfähigkeit habe ich aufgebraucht. Heilung brauche ich gar nicht. Dann kann ich eigentlich nur noch hier sitzen und abwarten, bis der andere mal den Weg eingesehen hat, dass er das Schwächere von beiden ist. Und wieder looten. Ah, das geht alles in einem Watch hier, wie ich sehe. Und hier ist ein Geheimfach. Diese alten Mauern scheinen einst die gesamte Lichtung umgeben zu haben. Ich übrigens habe das letzte Mal nicht das entdeckt hier alles. Nun ist nur noch ein kleines Stück davon übrig. Und hier oben für eine Stufe sind sie bröckelnd. Okay, dann würde ich sagen, untersuche ich die Mauer erstmal genauer. Die schweren Mauerziegel sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit dem richtigen Werkzeug könnte man die Mauer bestimmt wegklemmen. Ja gut, ich versuche mal. An der größeren Steine finden einen Halt, die du beginnst, dich nach oben zu ziehen. Die unebenen Ziegel und überschüssigen Winkel des Anstiegs erschweren dir das Klettern. Und deine Arme beginnen schon nach kurzer Distanz viel zu stark zu brennen. Du bist gezwungen, dich wieder zu Boden fallen zu lassen. Gut, das richtige Werkzeug habe ich einfach nicht. Das ist schade. Ich werde halt nochmal hier zurückkommen, wenn ich. Aber ich weiß ja nicht, was soll das richtige Werkzeug sein? Man sieht jetzt hier, ich habe momentan noch nicht die volle Ausdauer wieder von 72, sondern noch 54. Aber ich glaube, das regeneriert sich jetzt von alleine. Nur die Gesundheit, die regeneriert sich. Regeneriert sich eben erst, wenn ich raste. Und das werde ich aber erst gleich mit Goldhaar tun. Tinfried, als er dich kommen hört, schaut der junge Zwerg, den Eintopf kocht, erschrocken auf. Er lässt seine Schöpfkelle fallen und verspritzt euch Eintopf in den Boden. Was? Der Bandit dreht sich um. Oh, ein Bandit. Okay, schnappt ihn euch, ihr Hunde. Und sorgt dafür, dass unser Koch nicht durchkommt. Hilfe, bitte, Hilfen, Gag! Einer der Banditen gibt Tinfried im Vorbeigehen einen Tritt, wo er sich zusammenkauft. Okay, das ist nicht so schön jetzt gerade. Ich bin nämlich jetzt langsam ein bisschen am Ende meiner Fähigkeiten. Ja, oder Ah!
Wenn die Gesundheitsanzeige eines Charakters anfängt rot zu blinken, ist das ein Zeichen, dass er bald verstümmelt oder getötet wird. Nur dich in einem Gasthaus aus oder setzt das Wort in einem cannot venture forth while in combat. Speicherpunkt war. Und an der Stelle will ich jetzt auch mal cutten, aber ich will vorher noch ganz kurz gucken, was ich jetzt hier alles verloren habe an Spielstand. Also, genau, also er hat automatisch gespeichert an der Stelle, wo ich hier in dieses neue Gebiet gekommen bin. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich würde sagen, dann speichere ich jetzt gerade nochmal manuell hier 999 und verabschiede mich erstmal für dieses Mal. Und ich muss sagen, ein bisschen mehr reingekommen bin ich diesmal schon, auch weil ich das so ein bisschen alles erklärt habe, das war so ein bisschen Teil davon. Mich auch ein bisschen wieder mehr mit dem Spiel zu befassen und auch was mich halt wirklich sehr, sehr abgeschreckt hat, war am Anfang diese Tausenden von Optionen beim Stufenaufstieg und diese ganzen Waffen und was davon jetzt irgendwie sinnvoll ist und was nicht, das hat mich einfach ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann geht das. Und jetzt habe ich einfach dadurch, dass ich hier dieses Spiel aufgenommen habe, das ein bisschen bewusster auch vorgelesen habe, mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und
Dementsprechend fühle ich mich schon ein bisschen wohler im ganzen Spiel. Genau. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich gucken, wie ich diese Aufnahme beende. Das war... Okay, ich habe es nicht so richtig verstanden.